Und wir sind immer noch auf dem Schiff. Wenn du willst, kannst du wieder Mensch werden. Nee, wenn du willst, können wir ein Quiz machen, aber es ist alles auf Japanisch. Nee. Hör auf damit, bitte. Okay, okay, lass mal Quiz machen. Okay, wir machen ein Quiz. Wie hieß der 44. Präsident? Peter. Nein. Ich glaube, Frau von Peter. Petra. Petra! Jetzt hast du ins Mikro geschrien. Egal. Ich finde das ein bisschen mies, dass die Xikon nicht mitspringen darf. Die kann schweben. Ja, ja, stimmt. Ist das so eine Art Yoshi? Ja. In voll eklig. Und scheiße. Ey, in voll supergeil. Kann ich da hoch? Also so nicht. Kannst du in der Luft von dem Vieh ab? Ein Secret für euch, meine Lieben. Ich die B-Box? Die B-Box, nein. Die B-Box? Das B steht für Barrel. Nein, eigentlich steht es für Bonus. Ich habe euch alle verarscht. Oh, es steht für Bonus. Bonus Barrel. Door Barrel Roll. Ehrlich, ich hatte eigentlich ein Thema. Ich hab's vergessen. Nein! Bläh. Doch, ich hab ein Thema. Ja. Und zwar wollte ich... Genau, ich wollte noch was über Donkey Kong Country 1 sagen, aber das habe ich gestern, nee, letztens schon hier auf dieser VHS-Kassette geguckt. Wenn irgendjemand von euch alt genug ist, um das zu... um sich dran zu erinnern, es gab früher... Nee, hier muss ich gleich lang. Was mache ich hier für eine Scheiße? Es gab früher so eine VHS-Kassetten mit Werbung drauf und es gibt eine, da ist eine Dokumentation über die Entstehung von Donkey Kong Country 1 ja, drauf. Super Dokumentation. Und der Typ ist total crazy crank drauf. Ich hab aber nicht im coolen Sinne, der war voll der Assi. Ja, die haben total schlechte Bananenwitze die ganze Zeit gemacht. Und jedenfalls, Bananenwitze. So schlecht, ey. Jedenfalls, er wurde da gesagt, dass Donkey Kong... Fuck, scheiße, Country 1. Das erste Spiel ist, das außerhalb Japans ein Soundtrack auf CD bekommen hat. Ja, das war so. Achso, das wurde so verkauft, ne? Ja, weil weil Japan hat irgendwie schon für Final Fantasy oder sonst so ein Kack wahrscheinlich schon... Hey, warte, warte. Okay. Was hast du gerade über Final Fantasy gesagt? Final Fantasy und so weiter. Achso, okay, ja. Haben die wohl irgendwie schon in Japan Soundtrack-CDs gekriegt und Donkey Kong Country 1 ist wohl so super affengeil, dass die wohl auch in Amerika sich gedacht haben, ey, yo, wir müssen das auf eine CD packen. Da geht mir echt die Banane ab. Geht mir richtig eine ab. Boah. Wir sind beim ersten Boss. Warte, lass uns vorher speichern. Wollten wir nicht das Quiz machen? Junge, das ist auf Japanisch. Ja, das muss so. Übrigens, die Olle ist total mies. Man kann bei der speichern. Das kostet eine Münze oder was? Nee, aber nur einmal gratis. Jetzt kostet's. Und wie viel? Eine Münze. Aber trotzdem, man kann nur einmal gratis speichern in einer Welt. Wenn man mehrfach in einer Welt speichern möchte, muss man eine Münze zahlen. Ja, was kannst du sonst mit den Münzen machen? Ich glaube, mit Funky Kong kann ich für Münzen durch andere Welten reisen. Obwohl ich weiß nicht, ob es Münzen kosten. Eine gute Frage, was kann man mit den Münzen machen? Speichern, ne? Speichern. Ist auch so eine blöde Sache. Normalerweise möchte man nichts für Speichern ausgeben, ne? Scheiße. Hä? Mir egal. Man gibt nichts für Speichern aus. Nee. Ist normal. Deswegen versucht man so wenig wie möglich zu speichern, hat am Ende sau viele Münzen. Und eine Menge Frust, weil man so viel machen musste, um diese ganzen Münzen zu kriegen. Ja. Und dann hat man die gar nicht ausgegeben. Aber das finde ich ja bei alten Spielen noch so toll. Das war früher immer eine tolle Ausrede bei Eltern. Irgendwie, wir müssen jetzt los zu Oma. Nein, ich muss warten, bis ich speichern kann. Ich muss noch das Level machen, damit ich speichern kann. Ach ja, wer hat das nicht gemacht?
Oder auch, da habe ich mal Mario World gespielt und da haben mein Bruder und ich zusammen gespielt und da sagte meine Mutter so, ja, wir müssen jetzt los und so. Und was muss ich tun? Okay, musst du... Ah nein, jetzt hat sie das entschieden, liegen zu bleiben. Also ich habe schon richtig gemacht, das hat nur extrem lange gedauert. Jedenfalls hat mein Bruder dann gesagt so, nein, wir müssen warten, bis wir am Schloss sind, erst dann können wir speichern. Meine Mutter guckt uns an, ne? Das ist ehrlich wahr, wir müssen bis dahin spielen. Oh, er ist tot. Ja. Oh, oh. Warum hast du den Vogel jetzt umgebracht? Okay, Metal. Ich hab einen Vogel gekillt. Das macht so viel Spaß. Impro-Song. Impro. Impro. Impro? Ja, ich wusste, dass du was sagst. Wir sind jetzt in Welt 2. Ja. Und das ist schon Lava. Ja. Ja, wir halten uns nicht an Mario Norm. Warum nicht? In die Lava. Warte. Er hat mal gelebt. Donkey Kong Country Returns ist aber mit Lava am Ende, oder nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Donkey Kong Country Returns das frustrierendste, abgefuckte, scheiß arsch kack fick level aller Zeiten im Videospiel hat. Ja, es ist ein bisschen schwer. Ich hasse es. Du meinst das allerletzte, wo diese Kirschwelt oder was Frucht, auch immer. Fruchtwelt. Mit halben Bananen und Pflaumen und Kirschen, die explodieren. Ja, das macht Sinn. Ich bin so... Ich habe ja die Endzone abonniert. Ja, wie hast du das Vieh jetzt umgebracht? Ich weiß es nicht. In deiner Wurfanimation hast du es gekillt. Jedenfalls, Scheiße, ich brauche einen Gegner, wo er nicht die Kisten zerstören kann. Ist da was Nein! Ist da was Gutes drin? Ja, ich glaube die Kanonenkugel, die ich hierfür brauche. Ah, hier. Hallo! Oh Mann! Nein! Weg! So. Ja. Genau. Da war eine Komplettlösung drin für Donkey Kong Country Returns, wo alle möglichen Kong-Buchstaben sind und alle möglichen Items, die man sammeln kann und muss, um zum letzten Level zu kommen. Da habe ich die Komplettlösung versucht, so wenig wie möglich zu benutzen, aber irgendwann habe ich es dann doch getan. Und ich habe das Magazin sowas von vergewaltigt, was? Weil das Spiel so schwer war. Also das war echt extrem. Da habe ich mir eben so nochmal gekauft. Diese eine Ausgabe, die du versaut hast. Ja, kann ich dir gleich mal zeigen. Ich kann ja auch ein Bild einfügen. Ja, hier seht ihr die versaute Endzone. Yay. Mein Gott, ist die versaut. Alex, du weißt nicht, dass ich das schaffe, also von daher. Oh, wie schön, dass ich die jetzt gerade sehen kann. Oh ja, ich sehe sie genau vor mir, da bin ich vollkommen sicher. Und ich lüge noch nicht mal. Nein. Seht euch die Endzone an, hier ist sie nochmal. Hör auf damit. Ich treffe nicht. Ach, ich kann nicht. Aber sind Wespen echt unbesiegbar? Nein, ich kann nicht mehr schießen. Ich muss jetzt ohne drüber kommen. Die Spinne kommt doch gar nicht so hoch. Oder auch doch? Ha, ey, das ist nett von den Bananen. Das sind nette Bananen. Weil sie dir den Weg zu einem Secret zeigen? Ich mag Bananen. Sie zeigen mir immer Wege in die Luft. Ha, das war so lustig. Ihr dürft alle einmal lachen. Jetzt so ein Sitcom-Lachen zu machen. Wo alle so lachen. Ah, eins aus den 80ern oder so. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Sitcoms das gleiche Lachen haben? Ja, die meisten Leute, die dieses Lachen gemacht haben... Hä? Okay! Durch die Luft raus, klar! Das ist wohl Nachkommen von Luke Skywalker. Was? Skywalker! Oh! Alex, du bist sehr schlecht, was Witze machen angeht. Ach komm. Ah, er ist wütend! Shit! Darfst dann nicht auf ihn draufsteigen? Weed. Also darfst nicht auf ihn draufsteigen, während der wütend ist, oder was? Nee, ich darf nicht auf den Typen springen, dann wird er wütend. Ja, aber... Nee, ich bin jetzt einfach nur gegen ihn gerannt und dadurch habe ich mein Spiel verloren. Oh, hier kriege ich eine neue. Das ist nett. Wir wissen doch alle, dass Spinnen in der Lava leben. Klar. Also in Vulkanen, so, oder? Ejo. Ist normal. Du, es gibt sehr, spezielle Tiere. Also es kann durchaus möglich sein. Schreibt mal in die Kommentare, gibt es Lavaspinnen? So Vulkanspinnen? Oh, ich würde mich interessieren. Ich glaube eher nicht. Weil viel zu leben gibt's da nicht. Ne? Ich meine, was willst du da fressen? Vulkan fliegen?
Vulkangestein. Ja, weil das so schön war. Quiz! Ne? Yay, yeah, Quizzen! Nein. Was? Gehen wir nicht ins Quiz? Oh, nein! Ja, okay. Dann machen wir nächste Folge hiermit weiter, ne? Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Und immer Ratten killen. Und haltet eure Banane sauber. Das tue ich nicht an. Oh. War der ja zu schlecht? Der war einfach nur zu dumm.